In the center of Berlin on the 9th of November 1989, shortly before midnight, it finally happened. For the first time in 28 years, the East German government allowed its citizens to cross freely into the West through one of the most heavily guarded frontiers in the world. Germany would never be the same again. Neither, indeed, would Europe. As the people of Berlin commandeered the wall that divided their city, TV stations throughout the world became transfixed by the night's events. Now it doesn't matter anymore because East Berliners can come to West Berlin and West Berliners can go to East Berlin without visa. One German station, Spiegel Television of Hamburg, was there not only on the big night itself. For the previous 5 weeks, they had been keeping close watch in East Germany on the crucial sequence of events that led up to it. At the start of Spiegel TV's coverage, the East German government was preparing lavish ceremonies to mark the 40th anniversary of their communist state. At the very same time, thousands of East German people were trying to get out of the country and head for the West. In this program and the next, we'll be showing the highlights of Spiegel TV's report on those historic 5 weeks in autumn. Deutschland im Herbst 1989. Eine Staatsgrenze hat Geburtstag. Östlich der Grenze leben 16,7 Millionen Deutsche. Zurzeit werden es immer weniger. Mittwoch, 4. Oktober. Die DDR ist 40 Jahre alt. Vorbereitung zum Jubiläum. Gefeiert werden 40 Jahre DDR. Im Stechschritt in die neue Zeit. Warning, Kommando! Halt! Fahne! Senk! Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt. Text der Nationalhymne der DDR und ständige Erinnerung an die Stunde Null. Einer ist auf sein Land besonders stolz. Partei- und Staatschef Erich Honecker. Auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Die DDR, 40 Jahre jung, und dennoch greisenalt. Ein Nachmittag in Ost-Berlin. Amerikanische Botschaft. Entschuldigung, es tut mir leid, aber Sie müssen. So, what are you telling these people? 18 DDR-Bürger haben sich in die Botschaft geflüchtet. Andere wollen auch rein. Die Volkspolizei drängt sie zurück. Der einzige Weg raus aus der DDR ist rein in eine westliche Botschaft. Torschlusspanik. Nichts wie weg hier, solange es noch geht. Meine Schwester, halt sie weg hier! Aber nichts geht mehr. Es gibt schlechte Nachrichten. Die DDR macht jetzt auch ihre letzte visafreie Grenze zur CSSR dicht. Wer noch in der DDR ist, kommt nicht mehr raus. Das staatliche DDR-Fernsehen meldet:
Nach der Konsultation mit der CSSR wurde die Vereinbarung getroffen, zeitweilig den pass- und visafreien Verkehr zwischen DDR und CSSR für die Bürger der DDR mit sofortiger Wirkung auszusetzen. Teure, gültige Flugtickets nach Prag sind ohne Visum plötzlich nutzlos. Und Visa gibt's nicht mehr. Wer keine Nachrichten gehört hatte, war ahnungslos zum Flughafen gefahren wie dieser junge Mann. Man schickte ihn wieder nach Hause. Folge: Frustration und Wut. Ich jetzt sage, jetzt ist schon DDR hier Schluss. Ich gehe nicht mehr arbeiten ab heute, ich hätte heute theoretisch arbeiten müssen. Ich gehe nicht mehr. Die Regierung der DDR steht vor einer harten Entscheidung. 10.000 DDR-Bürger haben sich in die bundesdeutsche Botschaft in Prag geflüchtet. Die DDR-Regierung muss etwas tun. In Übereinkunft mit der Regierung der CSSR hat die Regierung der DDR entschieden, die Personen, die sich widerrechtlich in der Botschaft der BRD in Prag aufhalten, über das Territorium der DDR in die BRD auszuweisen. Um sich nicht total zu blamieren, gibt die Regierung nach. Bedingung: Die Prager Flüchtlinge müssen über DDR-Gebiet ausreisen. Prag, Hauptbahnhof. Die ersten der 10.000 Botschaftsflüchtlinge dürfen in den Zug nach Westen. Die Zugtüren werden, so will es die DDR, von außen abgeschlossen. Keiner kommt mehr rein, aber auch keiner mehr raus. Um 19 Uhr verlässt der erste von 8 Zügen Prag. Die Reise dauert länger als geplant, denn die Züge müssen den Umweg über DDR-Gebiet fahren. Nur so kann die DDR-Regierung sagen, sie habe die Menschen aus ihrem Land ausgewiesen. Der Zug rollt langsam durch die nächtliche DDR. Nervenkrieg. Der Zug ist überfüllt. Die Menschen sind erschöpft. Die Züge kommen nicht weit. In Dresden und überall an der Bahnstrecke stürmen DDR-Bürger auf die Gleise. Sie wollen auf die Züge springen und mitfahren. Volkspolizei und Armee regeln die Bahnhöfe ab und drängen die Demonstranten zurück. Doch Tausende von DDR-Jugendlichen wollen sich nicht mehr herumstoßen lassen. Was folgt, ist die erste Straßenschlacht in der DDR seit 35 Jahren. Donnerstag, 5. Oktober. Deutsch-deutsche Grenze. Hier ist alles dicht. Die Grenze ist gut bewacht. Der Weg nach Westen führt über den Osten, Ungarn, Polen, CSSR. Um 6 Uhr morgens rollt der erste von 8 Zügen aus Prag mit 1000 Flüchtlingen in der bayerischen Stadt Hof ein. Nach 11 Stunden Fahrt im verriegelten Zug durch DDR-Gebiet. Insgesamt 10.000 DDR-Bürger haben an diesem Tag ihre Heimat verlassen. Am gleichen Tag in Ost-Berlin. Generalprobe für die 40-Jahr-Feier. Die DDR-Regierung tut so, als sei alles in bester Ordnung. Realitätsflucht in die Militärparade. Doch die Bürger reflektieren die Lage. Sie sagen, es muss sich schnell etwas ändern in der DDR. Die DDR ist, wenn sie reformiert ist, ein schönes Land. Und ich bin für mich stolz, ein DDR-Bürger zu sein. Auf meiner Weise. So wie ich lebe, so wie ich denke. Und ich hoffe, dass sich hier irgendwas ändern wird. Und hoffe bald. Ich glaube fest daran. Freitag, 6. Oktober. Heute erwartet die DDR einen hohen Gast. Michail Gorbatschow kommt zur Geburtstagsfeier nach Ost-Berlin. Erich Honecker ist mit anderen Funktionären zur Begrüßung am Flughafen angetreten.
Er ist in bester Laune. Ich fühle mich wie ein Berliner heute. Was werden Sie mit dem Herrn Gorbatschow besprechen? Ja. Gerne wissen, ja. Man spielt Heile Welt. Jubel für den großen Bruder aus Moskau. Heile Welt auch im DDR-Fernsehen. Herzliche Begrüßung zweier Männer, die sich persönlich gut kennen, aus kontinuierlichen Begegnungen der letzten Jahre. Aber die große Harmonie ist gespielt. Hinter dem Lächeln verbirgt Gorbatschow seine Kritik an Honeckers Politik. Und er rät Honecker, die Realität nicht weiter zu ignorieren. Ich glaube, Gefahren warten nur auf jene, die nicht auf das Leben reagieren. Zur gleichen Zeit. Eine Brücke zwischen Ost und Ost. Zwischen der DDR und Polen. Ein Grenzübergang. DDR-Bürger dürfen ihn nur mit einem Visum passieren. Doch wer ein Visum hat, ist verdächtig. Vor allem, wenn er jung ist und mit Frau und Kindern reist. Ziel der Reise: die bundesdeutsche Botschaft in Warschau und vielleicht der Schritt in die Freiheit. Nach 2 Stunden Kontrolle darf dieser junge Mann die Grenze passieren. Er bedankt sich bei seinem Staat. Leb wohl, DDR. Zur gleichen Zeit in Ost-Berlin. Fackelzug der Freien Deutschen Jugend. Dieses Land ist unser Land. Hier sind wir zu Hause. Hier haben wir noch viel vor. Hier verwirklichen wir unsere Pläne und schaffen unser Glück. Hier arbeiten und lernen. Studieren und forschen, tanzen und lieben wir. Hier wollen wir leben in Freundschaft und helfen einander. Samstag, 7. Oktober. Die DDR wird 40 Jahre alt. Der Nationalen Volksarmee auf den Tag genau 40 Jahre nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hat nicht das Geringste zu tun mit militärischer Kraftmeierei. Sie ist keine Drohgebärde gegen die Nachbarn im europäischen Haus. Honecker salutiert seiner Volksarmee. Es ist, als ob er sich verabschiedet. Nur weiß er das selbst noch nicht. 2 Wochen später wird Erich Honecker abgesetzt. Ost-Berlin zur gleichen Zeit, ein paar Straßen weiter. Die Realität, kein organisiertes Hurra-Schreien mehr. Punkt 17 Uhr. Menschen treffen sich wie zufällig auf dem Alexanderplatz. Minuten später strömen von allen Seiten tausende DDR-Bürger unauffällig zusammen. Plötzlich sind sie da und skandieren den Namen der neu gegründeten Oppositionsgruppe Neues Forum. Ebenso plötzlich ist aus dem geplanten Spontantreffen ein Demonstrationszug geworden. Und er ist nicht mehr stumm. Seit 35 Jahren zum ersten Mal in der Geschichte der DDR. Massendemonstrationen gleichzeitig in Ost-Berlin, Leipzig, Dresden und vielen anderen Städten.
Wo keine westlichen Kameras da sind, gibt es brutale Polizeieinsätze. Die Geheimpolizei, die Stasi, tut sich durch besondere Brutalität hervor. Gegenüber vom Palast der Republik, dem Zentrum der offiziellen Geburtstagsfeierlichkeiten, formuliert die Menge, was sie will und auf wen sie hofft. Dann die ersten Festnahmen. Stasi-Leute zeigen, was sie in den 40 Jahren gelernt haben. Von der westlichen Polizei hat die Stasi einiges abgeguckt. Keine Bilder, keine Nachrichten. Am Abend berichtet das staatliche DDR-Fernsehen über die Demonstrationen. Bilder gibt's keine, dafür viel Propaganda. In den Abendstunden des 7. Oktober versuchten in Berlin Randalierer, die Volksfeste zum 40. Jahrestag der DDR zu stören. Im Zusammenspiel mit westlichen Medien rotteten sie sich am Alexanderplatz und Umgebung zusammen und riefen republikfeindliche Parolen. Das DDR-Fernsehen macht die westlichen Medien, den Klassenfeind, für die Proteste verantwortlich. Aber keiner glaubt's. Da sind die Gefallenen! Im Schutz der Dunkelheit ändert sich die Polizeitaktik. Die Volkspolizei rückt mit schwerem Gerät vor. Straßen werden abgeriegelt. Aber die Demonstranten sind schon ganz woanders. Sie lassen sich nicht mehr aufhalten. Da kann die Stasi noch so prügeln, der Protest geht weiter. Und das alles nur, weil wir friedlich demonstrieren, wir wollen nicht. Szenen wie diese. Vor 3 Monaten schienen sie unmöglich. Es ist nun undenkbar, die Oktoberrevolution in der DDR zu stoppen. Ein Volk hat seine Angst verloren.